gute 2,5 Stunden bis zum Jahreswechsel. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, halten Sie jetzt schon mal das fest, was Sie an sich tragen. Zum Beispiel Handys und Ähnliches. Weil der Mann, der jetzt kommt, wird Ihnen alles entwenden können, ohne dass Sie etwas merken. Er ist einer der besten Zauberer auf diesem Planeten. Magie steht auf seiner Visitenkarte. Hier ist nochmal Wolfgang Moser. Ich bin ganz ehrlich, Zaubern im Fernsehen ist eigentlich richtig einfach. Weil alles, was Sie zu Hause nämlich von diesem Zauberer sehen, ist immer nur dieser kleine Ausschnitt. Und deswegen ist es sehr einfach, irgendwo heimlich zu tricksen, ohne dass Sie das bemerken. Und deswegen führe ich euch jetzt alle Backstage und zeige euch, wie die Zauberer im Fernsehen normalerweise wirklich abläuft. Und dazu brauchen wir eine Kamera. Drum greift alle mal in die Tasche, nehmt alle mal euer Mobiltelefon raus. Und zwar jetzt. Es sollte ein Mobiltelefon sein, mit dem man ein Video aufnehmen kann. Das werden wir nämlich gleich machen. Haben wir schon mal schöne Stücke, das ist wunderbar. Hallo, wie heißt du? Paul. Paul, würdest du uns das ganz kurz zur Verfügung stellen? Ja? Dann nimm es am besten einfach mit. Paul, meine Damen und Herren. Komm mal mit hier, Paul. Einfach hier so rüber. Genau. Gib mal her. Ein schönes Teil. Gut, dann machen wir die Kamerafunktion an. Wir haben genug Scheinwerfer hier, also wir werden das Kameralicht nicht brauchen. Aber wenn das Kameralicht irgendwann mal nicht hell genug ist, da gibt es einen einfachen Trick. Man kann das nämlich sauber machen, ungefähr so. Ja. Viel besser, ne? Ja. Brauchen wir heute nicht. Mach mal die Kamerafunktion an. Du wirst nämlich gleich ein Video aufnehmen, wenn das für dich okay ist. Das heißt, du bist das Kamerakind heute Abend. Ich mache den Trick und du filmst mit. Ich drücke jetzt gleich auf Aufnehmen und wir laufen dann bis zum Schluss von diesem Trick durch. Und jeder Zaubertrick beginnt mit einem riesengroßen Applaus für den Hauptakteur, Paul. Paul, nimm mal die Kamera und halte mal mit beiden Händen so fest und bleib bitte genauso. Alles, was Paul jetzt sehen kann, ist dieser kleine Ausschnitt, den Sie normalerweise sehen. Und das macht Zaubern sehr, sehr einfach. Wie einfach, zeige ich euch gleich mit einem Klassiker der Zauberkunst, nämlich der verschwundene Ball. Ich mache das mal so in die Kamera, da kann man das genau sehen, da ist der Ball. Du bleibst einfach immer auf dem Ball. Paul, ich halte mal hier so fest, ne? Und wenn man den Ball einmal so ganz leicht reibt, dann ist der Ball verschwunden. Unglaublich, oder? Also, ich gebe zu, für Paul ist das jetzt schon sehr, sehr verblüffend. Wir machen es vielleicht nochmal, Paul. Na, ich habe einen zweiten Ball in meiner Tasche hier, wir machen es einmal noch. Ich komme so ganz nah in die Kamera, du bleibst einfach immer mit der Kamera hier drauf. Ich mache es auch ohne Ärmel, du kannst sehen, da wird nicht geschummelt. Ne? Und wenn man den Ball einmal leicht treibt, dann ist er tatsächlich verschwunden. Der Wahnsinn, oder? Im Fernsehen sieht das dann vollkommen unerklärlich aus, aber live funktioniert das gar nicht. Ja? Darum macht man das live anders, zum Beispiel mit so einem Tuch. Wir tauschen hier mal. Ich nehme kurz das Handy. Kannst du mal das Tuch kontrollieren? Das ist leer. Kamera läuft auch immer noch. Du gibst das Tuch einfach hier drüber über die Kamera und du hast ja gesehen, wie das funktioniert mit dem Verschwinden. Da muss man das Handy nämlich nur so leicht reiben. Dann verwandelt sich das Telefon in den Ball. Schau mal das Tuch an. Kannst du mir ausschütteln? Tatsächlich, Handy verschwunden. Paul! Voll gemacht. Ja, Paul. Das war's. Mein Handy? Oder? Ja, dein Handy. Pass auf, wie alt war denn das Handy schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Weil nach einem Jahr, da weißt du, da wird es mal Zeit für was Neues. Ne? Und da habe ich eine Überraschung. Ich habe dir was Tolles mitgebracht, nämlich das hier. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel für deine Überraschung. Steck den mal vorerst ein. Deine Überraschung ist nämlich in dieser Kiste drin. Wir werden die gemeinsam auspacken. Am besten bring die mal her. Die steht schon die ganze Zeit hier drüben. Die Kiste ist etwas groß, ich gebe es zu, aber diese Handys werden auch immer größer. Und hier drinnen, Paul, ist deine Überraschung. Also irgendwo hier drinnen. Vielleicht hier drin. Okay, Paul, ich gebe zu, ich weiß nicht genau, wie viele Kisten hier noch kommen, aber ich denke, bis Mitternacht sind wir durch. Ja. Oh, da ist ein Schloss drauf. Ich hoffe, du hast noch den Schlüssel, oder? Dann nimm mal den Schlüssel raus. Ich glaube, man kann dein Geschenk nämlich auch schon hören. Wir sperren hier mal auf. Eine haben wir noch. Paul, ich möchte sie gar nicht berühren, aber mit spitzen Fingern nimm die Kiste mal raus. Das ist eine Kartonschachtel. Nimm die mal raus, komm so einen Schritt nach vorne zu mir. Die Kiste ist fest verschlossen und verklebt, von allen Seiten mit Klebeband umwickelt. Kannst du mal vorsichtig schütteln. Da ist nämlich deine Überraschung drin und jetzt ist der große Augenblick gekommen. Du kannst das Klebeband hier aufreißen. Reiß die Kiste auf, Paul. Hol alles raus, was drinnen ist, Paul. Und es ist... dein Telefon, jawohl, die Kamera läuft auch immer noch. Paul!
warst fantastisch. Wolfgang Moser. Sag mal.